Hey, meine lieben Wikinger und Schildmeiden, schön, dass ihr mit dabei seid. Im folgenden Video, ja, zeige ich euch mal unseren sehr, sehr einseitigen CVC. War schon schade, aber aber dieses Mal habe ich auch wieder es geschafft aufzunehmen, wie wir uns den ersten Punkt geholt haben. Und ja, wie der Gegner den Pop einfach mal stumpf, wirklich sehr, sehr stumpf verkackt hat. Aber shit happens. War ein sehr easygoing Event und ja. Und ich wollte einmal ankündigen, dass wir jetzt gerade am Tüfteln sind, euch einen zweiten Vikings-Livestream pro Woche anzubieten. Es wird unter anderem eins mit Action sein, das heißt im KVK, Jöd oder sonstiges wird es stattfinden. Also es wird wohl der Samstag oder es wird wohl aus dem auf den Samstag hinauslaufen oder vielleicht ein Let's Talk About Vikings am Donnerstag. Ihr könnt ja gerne mal in dem Video unten im Kommentar so reinschreiben, was wäre euch lieber? Ein Let's Talk About Vikings. Da kann man über alles reden, über Strategien, Tipps, Tricks und sonstiges. Oder eben, was läuft da gerade falsch, was läuft da gerade gut und sonstiges am Donnerstagabend. Oder eben so ein Let's Play Event jeden Samstag. Würde mich mal sehr interessieren und vielen Dank schon mal für eure Kommentare und jetzt viel Spaß mit dem weiteren kurzen Video. Und er geht ins andere, du Arsch. Arsch, ey. Genau ins andere. Ist so. So, und jetzt nimm auch links, dann habe ich. Nee, du gehst jetzt nach unten, Alter. Er Wo ist geht nach der? unten, eiskalt. Wo ist denn der? Warte, 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 warte. Ich kann gerade nicht posten. Weißt du, woran mich das erinnert, T? Einen kleinen Moment bitte, ich muss gehen. Jetzt nimm links. Komm. Gut. Sauber raus da. Perfekt. Da kam auch meine Fehlermeldung. Und ja, 150 Den T1. Punkt hast Jo, den haben wir. du. Jawohl. Und der war auch. Hey, meine Lieben, und da sind wir auch schon wieder. Ja, das CVC ist vorbei und wie ihr seht, jetzt haben wir den 36. Sieg. Yeah. So, wie steht es denn oder wie ist das Endresultat im CVC? Wie ihr ja auch schon im Livestream, falls ihr dabei wart, mitgesehen habt, haben wir den ersten Punkt sehr easy geholt. Das konntet ihr, glaube ich, auch in der Aufnahme jetzt gerade sehen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ein paar Versuche gebraucht, aber war dann sehr elegant. Wir haben dann ja noch, nachdem ich den ersten Punkt durch den Teil geholt habe, haben wir den lieben Kollegen, warte, vielleicht finde ich den jetzt noch, müsste eigentlich. Der ist gerade dabei, nö, nö, nö. Der stand immer hier. Oder der hat jetzt ein Schild, genau, im CVC, ne? Schild unten lassen und wenn CVC vorbei ist, einfach mal einen ransetzen. Wir gucken mal eben kurz. Da, Miresco, da ist der junge Mann doch. Genau. Wie jetzt gerade auch, ohne Schild, sehr viel Einfluss, auch gute Kills relativ.
Sein Problem war, er hatte ja kein Schild. Wir haben dann mit T1-Attacken, ich und Drew, ja, ihn angegriffen, immer wieder Plus gemacht, weil er auch noch Belagerung hatte, mit einem kleinen Trick dazu. Und dementsprechend haben wir den Punkt ein bisschen ausgebaut, weil ich hatte nur 300.000 T1er gekillt und wollte noch ein bisschen weiter ausbauen, damit unsere Clan-Mitglieder auch ein bisschen farmen können. Ja, zum Punkt Schlachten am Ort der Macht war es auch sehr, sehr langweilig. Also da bin ich froh, dass wir es nicht im Livestream gemacht haben, weil der Gegner hat so gar nichts gemacht. Schon seit der Gegner den ersten Punkt verloren hat, habt ihr auch im Livestream gesehen, die haben nichts mehr gemacht. Gar nichts. Die haben im SHDF nicht angegriffen. Die waren trotzdem nicht farm, warum auch immer, aber okay. Aber ab da haben die schon aufgegeben. Ich hatte dann noch ein Gespräch mit einem von denen und die meinten auch, ja, wir haben seit gestern schon aufgegeben. Ich so, ah, okay, die haben noch nicht mal ihre Festung gestartet. Wir hatten ja schon eine kleine Partie im SHDF, sprich kleine Wellen bekommen. Das heißt, hätten sie gestartet, hätten sie die beiden Punkte eventuell bekommen können, hätten wir nicht angegriffen. Und ja, beim Ort der Macht muss ich ein bisschen warten, muss mit einem Trick agieren und ja, ich glaube 20 Minuten muss ich warten und dann hat einer von denen tatsächlich mit Spice versucht, den Pop zu holen. Und bevor er natürlich rausgezogen habe ich ihn dann doch noch erwischt. So, danach habe ich den Pop einmal resettet. Weil ich dachte, mal gucken, was die so machen. Er hat normale Truppen reingesetzt. Ich habe mal kurz spioniert. Dachte, ja, ne? Bauen wir den Punkt nochmal ein bisschen aus. Upp. Na, 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 wo? Ach hier, Entschuldigung. Da. Haben den Punkt dann nochmal ein bisschen ausgebaut, um auf Nummer sicher zu gehen. Und die haben den ganzen Tag den Pop komplett in Ruhe gelassen. Wir haben unseren Pop bekommen, obwohl keine Truppen drinne waren. Ich hatte den einmal kurz angegriffen, dachte, okay, wenn er resettet ist, dann machen wir Attacken rein. Ja, bevor er jemals resettet worden ist, waren die 3 Stunden auch schon wieder um und wir hatten ein Schild. Also, ein sehr einfaches CVC. Die haben ja zu Beginn gesagt gehabt, so, ja, hier, ne? Macht euch auf die 12. Niederlage gefasst und dann das. Man sieht, wir haben fast 7:0 gewonnen. Hätte ich das vorher gesehen, ne, dann hätte ich noch ein bisschen gebaut. Dann hätten wir 7:0, aber naja, es war ein sehr, sehr dominantes, einseitiges CVC. Sehr, sehr schade, aber war zu erwarten bei dieser Statistik hier. Die haben auch wirklich, ich glaube, die haben wirklich nur so 3 Kämpfer. Das war's. Der eine meinte schon, die haben auch nur 8 Leute bei sich im Clan, die punkten. Ich persönlich als Clan-Chef würde alle anderen einfach raushauen. Es bringt doch nicht so viel Einfluss zu haben, wenn da 8 aktive Leute drin sind. Definitiv nicht. Wenn man jetzt so die Clanliste mal so durchgeht, sind viele da. Hier, Lady Sasa hat uns angeschrieben und meint, ja, hier, ihr kriegt die 12. Niederlage. Und dann habe ich im Nachhinein gehört, so, die hat nicht mal einen Punkt gemacht. Ja, Sasa. So gewinnt man aber nicht. Aber naja, jeder muss ja selbst wissen, wie er seinen Clan führt. Ich fand es wirklich sehr, sehr schade. Bin auch mal jetzt am Sonntag auf unseren Holmgang gespannt. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Es wird auch wieder live gestreamt. Königreich Schlacht haben wir hier. Auch einen interessanten Gegner. Die haben aber ja mehr verloren als gewonnen. Sogar bei der Rache. Deswegen bin ich mal gespannt hier. Wir können uns einmal hier den Clan angucken. Mercenarios. Ja, nicht mal ein 10T-Clan, relativ frisch, also 14 Wochen alt. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Hier gucken wir mal. 1,1C Einfluss, 58B Kills, 30B. Ja. Da denke ich auch mal, dass wir das plätten. Ich werde dann auch, wenn wir am Samstag unser SH dafür starten, um 2 Tage eben zu punkten, werde ich auch mal einen Livestream auf YouTube machen. Wenn ihr Bock habt, mit dabei zu sein, weil ich kann die Uhrzeit leider noch nicht ganz genau sagen, das wird so, ja, Ende erste Phase, Anfang zweite, ja, warte, jetzt muss ich mal, ja doch, Ende erste, Anfang zweite sein. Aber wenn ihr Lust habt, dann seid ihr gerne auf unserem Discord-Channel eingeladen von der Cookie-Bande. Und da wird es dann auch immer gepostet. Es ist ein bisschen angenehmer als die unzuverlässigen Benachrichtigungen von YouTube und Twitch.
Die haben ja ab und zu mal so kleine Fehler. Twitch sogar noch schlimmer als YouTube, finde ich. Und deswegen dachten wir, komm, hab einen Bot auf den Server draufgesetzt und damit werden alle dann immer sofort benachrichtigt, wenn wir irgendwo live sind. Weil immer wieder bekomme ich Nachrichten, ich habe gar nicht mitbekommen, dass du live bist. Ist dann natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber ja, das war unser CVC. Sehr, sehr einseitig. Haut auch mal in die Tassen. Wie war euer CVC? Würde mich sehr interessieren. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video.